Neue Folge Volant mit dem unbekannten Hammerkrieger, der uns ziemlich auf die den Sack gibt, weil ich den Schwierigkeitsgrad hochgeschalten habe. Wir sind jetzt auf maximalen Moralrang von maximalen Moralrang von 15. Und ich denke, also außer ich merke, sie sehen überhaupt kein Land. Aber das kann ja irgendwie nicht sein, dann müsste ich, keine Ahnung, würde ich wahrscheinlich in eine Existenzkrise kommen, wenn ich den so nicht schaffen würde. Es müsste machbar sein, meiner Meinung nach. Und, aber mal. Starten wir immer mit denen? Okay, Feuer ist drauf. Okay, halbe HP. Autsch. Okay. Ich habe nicht gesehen, was da genau passiert ist, aber hat mir voll gegeben. Unser Damage ist gut. Eigentlich. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir weniger Schaden machen. Durch den niedrigeren Moralrang. Ich habe einfach das Gefühl, dass er viel mehr reinhaut. Was auch okay ist. Ist das, was wir wollten, im Endeffekt. Okay. Au. Okay, jetzt ist Erde drauf. Dann müssen wir Feuer wieder bauen. Und da habe ich zu spät geblockt. Bisschen zu greedy. Man muss erstmal wieder in den Flow reinkommen. Das ist wirklich so ein Rhythmusspiel. Und das ist wirklich einfach eine Frage, den richtigen Flow zu haben, den richtigen Rhythmus. Und dann klappt das eigentlich auch. Nö. So, dale. Hör auf zu blocken. Ah, ich habe die Timings nicht drin. Da ist so ein elenden Delay drin. Autsch. Hat so einen richtig fiesen Delay drin. Wie das so öfters ist, irgendwie, habe ich das Gefühl. Aber passt. Die Martial Arts Fähigkeiten sind auf jeden Fall sehr hilfreich hier für den Gap Close. Vielleicht kann ich auch das Wasserding ein bisschen öfter verwenden. Okay, Feuer ist drauf. Autsch. Das ist fünfmal? Holy moly. Fünfmal hat er da geschwungen. Die elende Drecksau. Ich habe noch ein bisschen Mühe mit dem starken Angriff, den durchzubringen irgendwie. Ich weiß nicht genau, wann da der ideale Zeitpunkt ist, wenn meine Leiste voll ist. Naja, weil so treffe ich nicht. Oh, der hat mich gar nicht getroffen. Ich war hinter ihm. Ich bin durch ihn durchgeblinzelt. Aber die sollte man natürlich eigentlich parieren. Die roten Angriffe. Die sollte man eigentlich parieren. Müsste machbar sein. Ich komme auch gar nicht mehr dazu zu heilen. Ich bin so schnell tot. Dir das an. Dann macht er das. Autsch, zweimal.
Na komm her. Okay, halbe HP. Au. Okay, aufpassen. Feuer. Und tot. Das geht so schnell, ey. Paar Fehler und erstmal direkt down. Aber wir kriegen das hin. Wahrscheinlich gibt es kein Achievement, aber wir kriegen das hin. Ich glaube, irgendwann ist er Stun immun. Und dann wird es schwieriger. Man hat echt nicht viele Möglichkeiten. Ah, der ist schnell. Okay. Meine Güte. Da habe ich das Timing überhaupt nicht drin. Ich habe das Gefühl, also es ist grundsätzlich immer so, dass man bei jedem Boss eigentlich alle Roten parieren muss. Und wenn man das kann, ist der Boss in der Regel nicht so schwierig. Aber das kann ich überhaupt noch nicht. Und deswegen sind wir hier ziemlich am Straucheln. Okay. Okay, gut. Autsch. Oh, da dreht er direkt um. Okay, halbe HP. Bin zu greedy. Und dann kommt ein Move, den ich nicht kenne. Oder nicht drin habe. Und man ist in einer Combo tot. So läuft das. Mit 20 wäre der schon. Wenn ich 20 Moral hätte, wäre das schon längst. Ja, das ist längst Geschichte. Okay. Aber eine Folge geben wir dem schon jetzt mit 15. Komm, nimm das. Okay, jetzt bufft er sich wieder. Okay. Ah! Hat er den Gap close? Es ist... Es fehlt nicht viel. Ein, zweimal besser parieren. Vielleicht ein bisschen weniger greedy. Ich spiele schon extrem greedy, muss man sagen. Das ist einfach meine Spielweise. Angriff ist die beste Verteidigung. So einfach ist es. Scheiß auf Defense. Sechsmal. Fünf habe ich pariert, den sechsten habe ich nicht mehr gekriegt. Den sechsten habe ich nicht mehr gekriegt. Ich unterschätze immer die Geschwindigkeit vom roten Angriff. Ich pariere immer zu einen Ticken zu spät. Und er scheint ziemlich immun gegen Erde zu sein. Ah.
Aber vorher klappt soweit eigentlich ganz gut. Komm. Haben wir dich. Schön wieder Feuer drauf. Au. Okay. Okay, ich glaube, er lässt sich nicht mehr stunnen. Bei Heilung direkt. Oh! Wow! Letzte Heilung. Warum kriege ich es nicht hin? Ah! Ich krieg die Dinger nicht pariert. Irgendwie. Keine Ahnung. Es scheitert immer auf den letzten Drehern. Na komm. Der Anfang ist eigentlich ziemlich einfach. Lass das. Wie viel Feuer hat er drauf? Da bin ich voll reingerannt. Au! Heilung! Unbekannter Hammerkrieger! die elende Sau. Unglaublich. Hätte ich gedacht, dass es doch so knifflig ist. Selbst mit 15. Ich will am Anfang sehr aggressiv sein, um direkt das Feuer drauf zu kriegen. Und ich glaube, danach muss ich irgendwie vielleicht einen Ticken ein bisschen runterschrauben. Und ich weiß nicht, ich versuche immer direkt Gap Close zu machen. Und wenn er einen Spezialangriff macht, müsste ich vielleicht die Wasserfähigkeit verwenden. Das wäre durchaus eine Option. Ah. Er weicht auch aus. Ich verstehe nicht, warum ich nicht geblockt ist. Es ist keine Ahnung. Ich meine, ich hatte das Timing drin da. Aber irgendwie kam kein Block. Vielleicht wurden die Timings angepasst. Und ich habe in die falsche Richtung geguckt. Das ging deswegen nicht. Ja, und dann direkt den roten abgekriegt. Das ist, wenn man am Anfang direkt HP verliert, ist generell schlecht. Aber eben dafür bin ich. Ich spiele einfach so aggressiv. Ich hätte durchaus weggehen können, kurz heilen und dann nochmal
rein, weil die Roten machen richtig Schaden. Die anderen gehen eigentlich so. Ah. Na komm. Aber nicht. Aua, da kommt ein Fetter. Und... ach, ich vergesse immer den Schuss. Ich denke immer, okay, ich gehe zurück. Dann habe ich Sicherheit. Aber nee, das ist... braucht nicht unbedingt einen Gap Close, hat diesen blöden Felsangriff. Deswegen macht wahrscheinlich auch unsere Erdwaffe keinen Schaden, weil das ist dasselbe Element. Ich weiß gar nicht mehr, was die Debuffs machen, genau. Okay, Feuer ist drauf. So, Heilung drin. Okay. Na komm. Haben wir dich. Schön in der Ecke. Wirbelwind. Und man kann ihn nicht mehr stunnen. Au. Au, nicht gesehen. Das Problem ist, er zieht mir mehr ab, als eine Heilung ist. Das heißt, ich muss dann unter Umständen zweimal heilen, was vielleicht ein bisschen zu lange ist. Ansonsten lief das eigentlich ganz gut. Man merkt schon, wenn er mehr Schaden macht, das macht ziemlich was aus, vom Schwierigkeitsgrad her. Nicht zu unterschätzen. So, Feuer wieder drauf. Au. Ah, da habe ich das Timing gerade überhaupt nicht drin gehabt. Es ist auch schwierig, die Range abzuschätzen, wo er da hat. Nicht unendlich, aber ziemlich weit. Ziemlich weit. Es wird merklich schwieriger, sobald man ihn nicht mehr staggern kann. Okay, ich habe keine Ahnung, was das war. Warum habe ich die Waffe... Ich hab die Waffe gewechselt. Aus Versehen. Das ist schlecht. Das darf nicht passieren im Fight. Okay. Verwendet eben alles RB. Dass es ein bisschen komplizierter macht. Oh. Den Roten unterbrochen. Ich dachte, das geht nicht.
Ich glaube, jetzt ist, lässt er sich nicht mehr stunnen. Bin mir nicht sicher. Dann ging mal einer ins Leere. Holy shit. Ich muss immer volle HP haben, sonst bin ich ein One-Shot. Mmh. Okay, zwei Heilungen haben wir noch. Und tot, dammit. Ach, er hatte nichts mehr. Dann komm, eine blöde Combo durch. Wahnsinn. Es fehlt echt nicht viel. Aber plötzlich hat man das Gefühl, ey, neun Heilungen sind gar nicht mehr so viel. Oh. Und direkt tot. Ja, das macht Schaden. Vielleicht gehen wir in Zukunft 2 runter, irgendwie auf 18. So, dass wir mehr heilen, als wir einstecken zumindest. Aber ich glaube, das ist das Problem gerade, dass ich immer doppelt heilen muss, ansonsten bin ich nur One-Shot. Das macht unglaublich viel Schaden. Okay, haben wir ihn einmal. Okay. Ich glaube, jetzt kann man ihn nicht mehr stunnen. Oh. Ah, damit, das geht so schnell. Der war auch heftig. Und dann kommt ein blöder Range-Angriff. Ah. 5 Unterschied ist nicht zu unterschätzen. Bei Gegnern, die schnell platt sind, geht das. Aber früher oder später machen wir einen Fehler. Also es ist wirklich einiges schwieriger, als ich gedacht hätte. Oh, das ist so eine Range? Okay. Gut zu wissen. Ich kann auch die verschiedenen roten Angriffe noch nicht wirklich unterscheiden, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was los ist. Das ist irgendwie schwierig zu lesen. Okay. Ich weiß nicht, ob er immer damit anfängt oder ob das... Zufall ist. Au! Habe ich dich. Ach. Ständig die Range-Angriffe.
ist jetzt aber auch, ne? Das ist jetzt aber auch. Ich weiß nicht genau. Keine Ahnung, die Timings sind schwierig. Wirklich schwierig für mich. Das Ganze ausgeweicht ist natürlich auch ein bisschen ätzend. Boah. Na, da kommt er so weit mit der blöden Attacke. Wenn ich ihn nicht schnell in der zweiten Phase hat, dann ist eh schon, gegessen. Wobei, in der Regel brauchen wir die Heilungen nicht so oft. Ich muss wirklich einfach volle HP haben, das ist das Problem. Na komm. Ah, den kriege ich irgendwie auch nie. Direkt zwei Heilungen da rein. Keine Ahnung, den kriege ich nicht. Ah, dieser blöde Felswurf. Heilung. Jedes Mal erwische ich mich mit dem. Okay. Eine Heilung noch. Ah! Mach ich einen Fehler? Und weg. Instant. Wir gehen jetzt, machen das noch zwei, drei Versuche. Ansonsten schrauben wir auf 18 hoch. Ich glaube, 15 ist ein bisschen zu hart auf Blind. Weil wir wollen nicht jetzt 4 Folgen mit dem Typen verbringen. Autsch, da bin ich voll rein. Ich dachte, man kann irgendwie Projektile dodgen, aber eventuell habe ich zu früh gemacht und konnte das Projektil deswegen nicht dodgen. Oder es geht nicht. Beides möglich. Na, diesmal habe ich das erwischt. Okay, jetzt ist er auf 19 unten. Auch nicht.
Ich krieg das Timing von dem nicht hin. Dieser Angriff, der Überhand, Dreifachschlag, keine Ahnung. Geht irgendwie nicht. Es geht aber nicht. Es geht einfach nicht. Meine Güte. Der liegt jetzt in dieser Episode. Ist mir scheißegal, wie lange das dauert. Der ist relativ einfach. Ah. Feuer ist weg. Das ist schön wieder anwenden. Okay, diesmal haben wir. Ich glaube, das war der. Ja, kommt der. Dann bin ich in der Ecke und kann nichts tun. Er hat 3, glaube ich. Oder 2? Ich weiß nicht, ob das jetzt derselbe war, wie den ich normalerweise kriege. Au. Jetzt war es echt wirklich so ein bisschen nur ein Vorgeplänkel. Oder auch nicht. Kam wieder. Er hat diese Ausweichangriffe auch. Ich will mal gucken, ob ich durch den Rundum-Ding durchblinzeln kann. Vielleicht ist das, wäre das. Vielleicht geht das. Ich glaub's nicht, aber man kann es mal probieren. Jetzt nicht am Anfang. Heilung. Jetzt kann ich auch aggressiver spielen. Volle HP. Au, da kam noch ein Ding daher, das ich nicht gesehen habe. Erstmal einmal gecornert und dann war's das. Okay, wir schalten auf 18 hoch. Ich gebe mich für den Moment mit 15 geschlagen. Nicht, weil ich keinen Bock mehr habe. Ich will einfach nicht, dass die Episoden jetzt hier zu lange werden. Vorbereitung. Innere Disziplin. Vielleicht will ich es offscreen dann nochmal mit 15 machen. Können wir auch sagen, ob ihr das lieber habt, wenn ich mich auf schwere spiele. Dafür sind dann die Episoden unter Umständen ein bisschen länger. Oder Easy Mode. Oder mehr oder weniger. Ich vermute, war es ja trotzdem noch. Ja, macht viel weniger Schaden. Ja, das wäre ein Kill gewesen. Da wäre ich tot gewesen. Mit 15. Ah. Ich krieg den nicht geblockt. Ich meine, dass ich den ersten nicht kriege. Okay. Aber der zweite? Er müsste eigentlich nicht so schwierig sein. Aber ja, wir nehmen viel weniger Schaden jetzt mit 18. Von dem her, jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Jetzt muss der muss eigentlich liegen. Ja.
Ich weiß noch nicht. Oh, ich weiß nicht, welches Schwierigkeitsgrad ideal ist, wie viel man unter einem Boss sein sollte, damit man nicht One-Shot ist. Einfach, wenn man sich geheilt hat, sollte man kein One-Shot sein. Das ist eigentlich das, worauf ich abziele. Two-Shot ist okay. Wenn man eine volle Combo abkriegt, selber schuld. Ein einzelner sollte drin liegen. Gott, habe ich wieder gar nichts pariert gekriegt. Eine Güte. Habe ich dich. Au. Und dann kommt direkt der zweite hinterher. Autsch. Grundgütiger. Ah, hat nichts mehr. Nimm das. Okay, jetzt ist er platt. Elender Penner. Also mit 18 ist ziemlich easy. Vielleicht hätte ich auf 17. Das, was man will. Die goldene Mitte. Sozusagen. Kommt einfach mit, okay. Erstmal verprügeln lassen und dann, joa. Passt. Okay. Irgendein Achievement bekommen. Ich denke, wir werden zurückgeworfen auf die Weltkarte. Vielleicht kommt noch eine Zwischensequenz. Mal gucken. Na? Ach, das Spiel, genau, das war das, was immer mal wieder ein bisschen länger ladete. ich hoffe, es kommt jetzt keine Zwischensequenz. Vielleicht kann ich schon mal sagen. Ich versuche, 3 Folgen jetzt pro Woche zu releasen. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer klappt. Ach, wir sind direkt im nächsten. Ja, Schnauze. Lass mich die Leute kurz wegwerfen und dann kann ich weiter erzählen. So. Beide. Tschüss. Weg mit euch. Okay. Was wollte ich sagen? Wir rasten hier erstmal. Und reisen. Neue Schlafpferde ist verfügbar. Was sind wir jetzt? 93 direkt. Okay, das ist ein ziemlicher. Das ist ein ziemlicher Sprung. Was ist denn dazugekommen? Einfach das Neue hier. Denke ich mal. Okay. Wie gesagt, das Ziel ist, 3 Folgen pro Woche hochzuladen. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Wir werden sehen. Also es gibt jetzt keinen festen Upload-Zeitplan für die
DLC-Folgen von Volong. Wenn ich eine aufgenommen habe, dann lade ich die hoch, zeitnah. Das heißt, ich denke mal, ihr könnt mir Feedback auch schreiben und ich kann einigermaßen, sollte einigermaßen in nützlicher Frist das lesen und dann auch beantworten können, bevor ich zu weit im Spiel fortgeschritten bin. Ansonsten, ja, wie gesagt, wir werden gucken, wie viele Folgen es im Endeffekt werden. Ziel ist 3, können mal 2 sein, kann mal 1 sein vielleicht, können mal 4 sein, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Je nachdem, wie ich Lust und Laune habe und wie viel ich dazu komme, um zu zocken. Jetzt zwischen Weihnachten, Neujahr. Ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal mit der ersten Mission. Ich denke, wir werden beim nächsten Mal direkt hier weitermachen. Ich werde mir das mit dem Schwierigkeitsgrad auch nochmal ein bisschen überlegen, beziehungsweise wir werden versuchen, ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen. Wir werden einfach das so nehmen, wie es ist. Wir probieren es erstmal tief. Dann passen wir das einigermaßen an. Je nachdem, wie gut wir durchkommen. Wenn es zu frustrieren wird oder ich das Gefühl habe, es dauert zu lange und wir keinen Progress machen, dann kann ich es immer noch abschalten wieder. Aber mal gucken, ja. Wir gucken das einfach nach Gefühl. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund und auf geht's.